Und damit herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Heute bin ich nicht alleine. Lass uns nach drin gehen oder in eine Höhle. Der Crimson ist bei mir. Mein Begleiter hat mich auch gerade voll gequatscht. Die Sau. Ja, Hallöchen. Ja, der Crimson macht gerade Dinge nebenbei. Die sollen euch nicht stören. Eben. So, welche Quest nehmen wir denn heute mal? Bringe den Schädel zurück. Nee. Retrieve the soul and its gem. Was soll denn das heißen? Spielst du nicht auf Deutsch? Doch, aber die Quest ist auf Englisch. Ist bestimmt geil, hast du einen Bug gefunden. Eben. Oder das kommt von DLC her. Nee, müsste auch auf Deutsch sein. Vielleicht ist es in der Mod. Ich hab komplett Vanille. Dann ist es ein Bug. Ja. Ja, und einen Scheiß zurückholen. Rufe den untoten Drachen herbei. Das können wir ja mal ganz kurz machen. Ach, das war eine schöne Quest. Schreie. Wen haben wir denn da? Heißt es ein bisschen warten, weil der Schrei hat ganz schön Abklingzeit. Und da ist ein normaler Drache. Was meinst du, soll ich mir den gönnen? Ihr da! Welche Level kann er sein? 15, 30? Ihr behindert die kaiserliche Staatsgewalt. Also werdet ihr zur Strafe ein Bußgeld von, sagen wir mal, 100 Goldstücken bezahlen. Her damit, Bürger! Und so ein Möchtegern-Soldat von der kaiserlichen Armee quatscht mich hier voll. Ihr behindert uns gerade. Zur Strafe werdet ihr, warte mal, 100 Goldstücke bezahlen. Excuse me, what the fuck? Da ist ein fucking Drache, den ich gerade erleben muss. Ja, jo, zufällig mit angegriffen. Aber blöd ist, dass ich in der kaiserlichen Armee bin. In dem Fall hole ich mir neben eurem Geld auch gleich euer Leben. Seid auf einen Banditen. Die sind da stärker als ich dachte. Schnell mal einen Trank schlucken. Ich hab so viel Scheiße dabei, Mann. So, die Banditen sind erledigt. Komm runter, du fliegende Miezekatze. Was bildest du dir ein, da rumzufliegen? Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Oh, seht mich an, ich bin ein Drache, ich kann fliegen. Ich schwöre hier im Kreise rum und bin zu feig, runterzukommen. Noch nicht mal Geld dabei, die Banditen. Das ist doch sehr erbärmlich. Was glaubst du, warum sie deins wollten? So ein Döner zahlt sich nicht von alleine. Stimmt. Jetzt ist es weggefliegt. Ah ne, da ist die Ratte. Komm, put.
Ich rüste mal kurz den Bögen aus. Gucken, ob ich es treffe. Ah, da kommt er runter. Ja, moin. Na du. Der Steve spawnt ernsthaft? Ist das denn scheiß Ernstspiel? Es hat sich vor Verwirrung selbst gelöscht. Tatsächlich, das Mist ist einfach despawned. Das landet, ich geh hin, despawned. Hä, was ist heute mit dem Spiel los? Ich meine, du spielst Vanilla, aber wahrscheinlich hatte dein Charakter so ein T-Shirt an, wo draufsteht, lösch dich. Nee, was hab ich an? Die Nachtigallenrüstung. Gut, dann machen wir halt was anderes. Mann. Na! Na wie? Jedes Mal, wenn ich aus diesem Gefängnis befreit werde, spüre ich, wie meine Kraft. Man muss aber seine Logik loben. Wenn ich meine eigene Existenz verleugne, kann er mir gar nichts. Das Erdreißen der Seele des Feindes aus ihrem lebenden Gefängnis. Bist du jetzt wieder gespawnt oder was? Ich frag nicht. Liegt ein totes Pferd. Ich frag einfach nicht mehr. Sprich mit Konstanze über eine Adoption. Niemals. Ja, das ist das, wie heißt das, Hearthstone? Hm. Geh ich halt mal dahin. Also den Weg laufe ich bestimmt nicht. In die Akademie von Winterfeste. Ist gar keine richtige Akademie, da stürze dich nicht in die Schulden. Mal gucken, was die alles von mir wollen hier. Vielleicht ja nicht, aber... Willkommen an der Akademie. Oder meinst du, das ist schon zu spät? Keine Ahnung. In die Bibliothek zum Bibliotheksaufpasser. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Naja, du hast recht. Sieh an, sieh an. Ich habe schon lange keine dieser Schmuckstücke mehr gesehen. Und ein seltener Fund in der alten Falmer-Sprache. Bei Ismirs Bad. Natürlich habe ich Interesse daran. Die Frage ist, wollt ihr es verkaufen? Nun, wenn man bedenkt, dass niemand in Himmelsrand etwas kaufen würde, das er nicht lesen kann, würde ich sagen, dass ihr keine große Wahl habt. Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr bringt mir Bücher wie dieses und ich zahle euch 1000 Goldstücke pro Band. Ich lege sogar eine übersetzte Ausgabe obendrauf. Interesse? Boah, du bist ja so eine Art Zahlenverdreher, ne? So ein bisschen? Wenn man dir einen Deal vorschlägt, du bringst dem Bibliotheksmännchen hier ein Buch, was er noch nicht hat, und er gibt dir 1000 Goldstücke dafür.
pro Buch. Ja klar, nehme ich das Gold. Je nachdem, wie schwer es wird, das Buch zu besorgen, kann ich den Preis immer noch in der Höhe treiben. Also, kann man machen, wa? Ja. Hier, bitte. Wir gehen erstmal davon aus, das ist ein lausiges Buch, was du bei jedem dritten Händler kriegen kannst. Aber wenn du dafür in eine Daedra-Festung musst oder hier in so einen Schrein, da noch so eine Nebenquest machen, dann ist natürlich schon wieder ein bisschen aufwendiger. Das letzte war, also die zwei Bücher, die ich ihm jetzt verkauft habe für 2000, das waren Fallmeer-Bücher, wenn dir die Fallmeer noch was sagen. Ja, die Schneeelfen. Nee, diese Untergrundwesen, die das Licht noch nie gesehen haben, also das Tageslicht. Naja, Schneeelfen. Wie sind die Schneeelfen? Wüsste ich gar nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ich aber. Wäre das auch erledigt? Also hier lerne ich nix. Ich sollte hier bloß ein Buch verkaufen. Eigentlich ist es sinnlos, das als Quest noch hinzusetzen. Was ihr hier lernt. Es ist wenn man Skyrim als erste Berührung mit der ganzen Sache hat und man kennt das Handelssystem nicht so, dann habe ich das. Wenn du natürlich schon jahrelang dabei bist, wie zum Beispiel mit Morrowind oder Oblivion, dann ist das schon wieder das andere. Dann denkst du, ja komm, lass mich. Jetzt in die Ruine rein. Na gut. Eine Urine? Witzealarm! Meine Damen und Herren, hier spricht das Niveau, wir sinken. Aus dir! Hundi! Ein fliegendes Hundi? Und der despawnt diesmal nicht, juhu! Ist halt ein hässlicher Hund. Oh, sehr hässlich! Sehr warm, hast du gesehen. Du siehst tot aus, Hundchen. Ein Säbelzahnmiet. Bin gerade ja am Hundi erledigen und da kommt so ein Säbelzahnmiet. Überladen. Ich mache jetzt mal den Gronkh und bin überladen. Ja. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Die Frau noch dabei. Du nimmst mir jetzt Mord ab. Jetzt fühle ich mich hier zu fett. Aber hallo. Du bist zu fett. Hat er nicht gesagt. Das hat er jetzt nicht gesagt, meine Damen und Herren. Allgemein, ich müsste mal mein Inventar wieder befüllen. Noch eine Höhle. Ich war eigentlich schon lange genug unter der Erde, aber wenn ihr hineingehen wollt, folge ich euch. Gehe ich nochmal ganz kurz mein... Ja, ich glaube, ich gehe nochmal, bevor ich in die Höhle gehe, nochmal mein Inventar ausleeren. Das wäre besser. Man soll niemals mit vollem Inventar dahin gehen, wo es was zu looten gibt.
Stimmt's, Mr. Lutfinger? Brand, in Ordnung? Habt ihr was zu sagen? Weil wenn man mit dem Crimson zum Beispiel Borderlands spielt, ne? Muss ich euch mal erzählen? Habt ihr euch verlaufen? Dann überlässt er das Kämpfen mir und geht heimlich looten. Ist Arbeitsteilung. Jake, mach so $20,000 in der Minute. Irgendetwas Brauchbares? Und statt er mir mal im Kampf beisteht, ne. Ist ja nicht so, als würde ich dir aufhelfen, wenn du alle 5 Kunden hin... Warte. Jetzt mal nur vom... unseren Let's Play oder mein Let's Play, unseren Streams her gesehen. Hab ich dir mehr hochgeholfen als du mir? Lüge. Ich hab Videobeweise. Ich auch. Gar nicht. Warum schlepp ich verfickt doch mal einen Holzteller mit mir rum? Und einen Bierkrug? Und Hüftknochen. Ich glaube, den Teller nimmst du halt als Untertasse für den Krug. Fancy as fuck. Eine Schreibfeder. Du kannst doch gar nicht schreiben. Ja klar, eine Schreibfeder wiegt ein Kilo. Das ist eine große Feder. Mhm. Weiß zwar nicht, warum ich einen Totenschädel mit mir rumschleppe, aber gut. Was sagt mein Bücherregal? Kann ich da noch was reinmachen? Du kannst doch 0 Bücher in dieses Regal stellen. Das durfte ja niemand einziges sein in der gesamten Bude. Da ist noch eins. Stellt man Bücherregale nicht normalerweise nebeneinander? Hier anscheinend nicht. Jetzt weiß ich, warum ich so schwer bin. Die Schriftrollen der Alten, die 3, für die Hauptquest, ne? Wiegen 20 Kilo pro Schriftrolle. Da muss doch ein Fehler vorliegen. Und wenn ich sie ins Bücherregal erstmal tun will oder in den Schrank, Questobjekte können nicht aus dem Inventar entfernt werden. Muss ich hier die ganze Zeit diese Dinger jetzt mit mir rumschleppen, ey. Musst du vielleicht mal beim Level Up und button deine... Was ist das, Ausdauer? Womit du deinen... Die Tragekapazität in dem Spiel weiß ich nicht. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich glaube, das ist auf Ausdauer. Aha, hier habe ich die Edelsteinchen drin. Schleppe ich eine Fackel mit mir rum. Geht doch nichts über ein bisschen offenes Feuer im Mantel. Kann ich die ablegen? Questobjekte kann nicht abgelegt werden. Oh, was ist denn das für ein... Wie bescheuert ist denn das?
Langes Alter. Leben euch, Tane. Alter, lass mich durch, du fette Sau. Wenn ich das in Real Life zu einer Frau sagen würde, hätte ich bestimmt jetzt schon eine Schelle. Eine, sicher. Wieso? Meinst du, da kommen mehrere? Na klar. Kann ich den ganzen Schund mal hin tun? Ich glaube, ich muss ja bald selber mal ein Haus bauen, ey. Weil das reicht hier nicht mehr. Aha, das ist mein Zaubertränkeschrank. Also, da kann ich hier alle mal ablegen. Nehmen wir auch einen Haufen Kapazität. Bücher habe ich abgelegt, Edelsteine habe ich abgelegt, Crafting-Material habe ich abgelegt, aber diese dämlichen Schriftrollen, die nehmen einen Haufen Platz weg. Alchemie-Material lege ich auch mal alles ab. Habe ich nur alles an Waffen dabei. Oh Gott. Eckhart, tu das Not. Hör mal, ne? Winziges Schlafzimmer, da kann ich ja bestimmt ohne was hier reintun. Ja, hier kann ich noch was reintun. Bekleidung. Ablegen, ablegen. Oh Gott. Ich loote doch sonst nie so viel. Warum loote ich hier so viel? Weil ich diesmal nicht dabei bin. Meinst du, dann sieht es anders aus, als du alles wieder gelootet? Natürlich! Oh, hier sind doch auch noch Klamotten. Alter! Ach, den Bogen wollte ich ja hier behalten. Der Bogen der Nachtigall verursacht Frost- und Blitzschaden. Heiliger Bogen. Der macht 29 Schaden, der macht 22. Warum schleppe ich eine Spitzhacke mit mir rum? Gut. Habe mich so... soweit erstmal ausgeleert. Jetzt habe ich
Gewicht und noch dabei 108 von 377. Also ein bisschen Platz ist wieder drin. Naja, geht doch. Aber ich könnte ja gleich mal, wenn ich schon mal hier bin, Rüstung und Waffen verbessern. Benötigt veredelte Mondsteine. Und Salz der Leere. Muss man meinen Alchemiebeutel gucken, ob ich davon was hab. Gott, jetzt müssen wir drauf haben, wie die hießen. Bei Salz der Leere, glaube ich, kriegst du doch von Sturm-Atronarchen? Kann sein. Wenn die denn so hießen? Oh, das Lavendel ist geklaut. Ja, genau 4 Stück habe ich. Um die Rüstung zu verbessern. Na denn? Och, Alte, du stehst, bist wie ein Gartenschlauch, bist immer am Weg. Aber lass mir mal raten, für die Waffen bräuchte ich das auch, wa? Ja, kann ich dir nicht sagen. Nee, da brauche ich eben Erzbahn. Oh, das Höchste, seid ihr bescheuert? Wie soll ich denn das hier nehmen? Ihr habt doch nie den Schuss nie gehört, ey. Warte mal, also die Handsch... Was haben wir hier? Die Stiefel machen Rüstung 35, die ich jetzt anhab. Und wenn ich das hier verbessere? Rüstung 29, also das lohnt sich nicht wirklich. Der Träger kann sich lautlos bewegen, der Träger... Das ist dann ein bisschen doof, ne? Tja. Aber schleichen ist ja sowieso nicht deine Nummer. Nee, nicht wirklich. Oh, die Handschuhe sind gut. Schlossknacken ist leichter und... einhändige Waffen, also... meine... Zwei Einhandschwerter machen 20% mehr Schaden. Trotzdem ist das jetzt nicht so geil. Was kann ich denn schmieden? Rüstung, darauf habe ich nicht geskillt. Naja, warte ich nochmal ab ein bisschen. Habe ich denn einen Ebenerzbahn? Einen einzigen. Ebenerz habe ich, aber Eisenbahn, Eisenerz, Ebenerz, Klaue, aber ich habe keinen Bahn, ich habe nur das Erz. Ich nehme nur 2 mit. Von denen müsste ich ja daraus einen Bahn kriegen. Hoffentlich hat die Alte hier hinten ohne Schmelze. Jo, hat sie. Habt Mitleid, mein Herr, und gebt mir ein paar Septime. Boah, ich will doch nicht komplett zurück, Mann. Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas essen darf.
geh weg, du Schnorrer. Ich hab nix. Oh ja, keine Zeit gerade.